Und es geht weiter hier bei Ezio, unserem Frauenhelden. Ja, im letzten Part, du kriegst ja gefangen genommen erst, dann K.O. geschlagen und jetzt... War da nicht irgendwo eine Wache? Ja, war sie. Jetzt jedenfalls mit Katharina hier durch die Gegend tragen. Gut, das schaffe ich noch so. Das Problem ist natürlich, man darf Katharina nicht zu weit zurücklassen, dann ist auch Desynchronisation, weil zu viel Abstand. Es ist nicht deine Familie. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? Ja, und ich möchte jetzt erstmal diese Wache töten. Problem gelöst. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob die zweite Wache angerannt kommt, da kann ich sie nämlich direkt mit erschießen. Ja. So was. Scheiße, scheiße. Oh, das war knapp. Noch eine? Gut. Jetzt habe ich gerade ernsthaft R gedrückt, weil ich nachladen wollte. Ich habe... Nee. E la politica. Natürlich. Ich wusste es. Du musst nichts erklären. Okay. Was tut ihr denn, Ezio? Was soll ich wohl tun? Ich plünder die Wachen in der Hoffnung, Wurfmesser und Kugeln zu kriegen. Was denkst du denn? Also wirklich, Katharina, manchmal kann man blöde Fragen stellen. Gut, Wurfmesser habe ich voll, dann brauche ich nur Kugeln. Komm, Ezio, hier lang! Du kannst nicht laufen. Du sagst mir nicht, wo es lang geht, doch. Katharina, haben Sie... Herr Cesare... Nein. Mein Name muss immer noch etwas bedeuten. Ich blieb verschont. Ja, diese Szene ist genial. Wag es nicht. Genial. Diese Szene. Wag es nicht, natürlich. Figlio di puttana, tu so etwas nie wieder. Hey, warte mal. Danke für dein vorzeitiges Ableben, dämlicher Soldat. Das macht es mir um einiges einfacher. Gut, wir sind schon mal ganz unten. Das ist ein Anfang. Jetzt müssen wir nur noch nach draußen. Ups, wie habe ich denn das gemacht? Das ist eine Wache. Ich hätte auch Wurfmesser nehmen können oder mich mit der Klinge anschleichen können. Hätte Munition gespart, aber... Kann ich dich hier liegen lassen? Nee, kann ich nicht. Oh Gott, jetzt fällt mir mal was ein. Es gibt gleich eine Mission, da sind 100% auch nicht einfach. Das liegt aber daran, dass man... Also wenn man die Steuerung nicht so perfekt beherrscht, sag ich mal, ist das nicht einfach. Na komm, gib mal die Leiche her. Die nehme ich mal mit rein, damit sie nicht gesehen wird. Schmeiß sie in die Ecke. Der Typ ist nur betrunken und pennt jetzt, ja. Der ist nicht tot oder so. Dass sein Arm so verdreht ist, das muss sein. Jetzt wird's schwierig. Es wird von dort drüben geöffnet. Ja, wir müssen einmal dahin. Ich lege sie mal hier ab. Und komme ich um die Wache. Ja, mit dem Wurfmesser, davon habe ich mehr. Das Wurfmesser ist gerade einfach durchgegangen, kann das sein? Was war das für ein Scheiß? Naja. Zwei Tore zu öffnen. Ne? Tor Nummer 1 ist offen. Einfach eine Kurbel drehen. Das Seil bewegt sich nicht. Naja. Hab damit der Grafik nicht so ganz aufgepasst. Aber was soll's. Ist nicht schlimm. Das verzeihe ich euch. So, jetzt die andere Seite. Da, ein Tor ist oben. Ich kann sie, glaube ich, nicht so gut hier liegen lassen, da ich die Treppe nehmen möchte. Deswegen lege ich sie mal hier unten. Oh, warum sind viele Wachen? Ich lege Katharina jetzt einfach mal hier unten in die Ecke. Und versuche es, versuche hoch zu rennen. Ja, da ist niemand. Hier ist auch niemand. Sehr schön. Ja, da steht. Stand hier nicht ein paar Wachen?
Aber gut, das war's mit der Mission. Die nächste Mission kommt, glaube ich, schon. Oh, das tut nicht weh. Glück gehabt. Dank seinen Ezios Parkour-Künste im Abrollen oder so ähnlich. So, nichts wie raus hier. Wir haben es geschafft. Ja, 100% sowas sehe ich echt gerne. Weil nicht entdecken lassen ist das nämlich manchmal nicht so einfach. Schnell, Ezio. Reite über die Brücke. Ich decke dich. Ich decke dich. Oh yeah. Nein, nein, nein. Bitte nicht falsch verstehen. Eine Attentatsserie auf mindestens 5 Wachen schaffen. Ja. Schwer, finde ich. Kann durchaus schwer sein. Wenn man es vergeigt. Ich ziehe mal mein Schwert. Wir sind automatisch gesucht, ja. Jetzt ist Entdecken so gesehen wieder erlaubt. Da vorne muss ich mal... Oh, ich würde so gerne einfach die Kirchenleute abschlachten, aber... Stirb. Ich habe jetzt vor, so ein paar Wachen immer zu töten, weil es gab ja bei den... Ich glaube, es waren die Söldner. Da gab es ja die Herausforderung. Zack. Dass man... Zack. Vom Pferd aus töten musste. So. Jetzt geht's. Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück. Sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Schwert? Ich benutze doch kein Schwert für diese paar Wachen. Gib ihm sofort die andere. So. Ja. Auf Zeit müssen wir jetzt hier nicht töten, sondern... Ey. Ich wollte gerade sagen. So. Wir müssen jetzt hier so lange durchhalten und Gegner töten. Und natürlich möchte ich dabei die Attentatsserie probieren. Die ja auch noch entscheidend war für eine Söldner-Herausforderung. Also, wir sollen jetzt echt Gegner schnetzen. So 2 Minuten lang, oder was das war. Na, ah, das sieht doch noch aus, als hätte ich die 100% schon geschafft, oder? Das war dann mindestens eine Attentatsserie jetzt mit 5. Hey, sofort weg da! Der ist tot. Ja? Manchmal ein bisschen unfair, wenn ich hier von mehreren Seiten angegriffen werde, aber das kriege ich Reihe. Jetzt seht ihr vielleicht auch, warum ich immer mit der versteckten Klingel kämpfe. Damit kann ich einfach alles kontern. Damit komme ich zurecht. Es ist ja echt das Problem, dass Dolche kann man, glaube ich, gar nicht mit dem Schwert kontern. Wow. Und Speere kann man definitiv nur mit der versteckten Klingel kontern. Das weiß ich. Ja, komm her. Tot. 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 Und gegriffen. Das war jetzt nicht sehr nett. Boah, was hier an Leichen rumliegt, Leute. Guckt euch das an. Wo haben die plötzlich die ganzen Wachen her? Was war das? Schnell! Zurück zum Castello! Ja gut, ein paar Wachen bleiben immer. Feinde abhängen. Ne, die werden jetzt alle umgebracht, Leute. Vergesst es, ich will die Leichen plündern. Kommt her. Das Schlauste, was wir machen können, ist angreifen. Das Dümmste, was wir machen können, ist angreifen. Ja, was? Kommt da immer noch ewig neue? Ah, ich will jetzt aber nicht fliehen. Ja, gut, ich hau ab. Gut, ich hau ab. Das sind mir ein bisschen zu viele. Nee, so funktioniert es nicht. Aber ich wollte echt die ganzen Leichen plündern. Habt ihr gesehen, wie viele das gewesen wären? Danach wäre ich reich gewesen. Die sind natürlich echt scheiße abzuwehren. Also loszuwerden. Oh, warte. Ah, nee, seitdem ich mir jetzt lieber nicht mit dem Steckbrief. Ich muss irgendeine Stelle finden, wo ich es abhängen kann. Hey! Hör auf, mich im Laufen anzugreifen. Das ist nicht sehr nett. Ah, das ist auch eine gute Stelle. Wie sehr ihr mir... Das wollte ich auch nicht! Wie sehr ihr die ganzen Wachen mir gerade auf den Sack gehen. Ja, Partisanen, danke, die brauche ich jetzt. Helft mir mal. Wozu seid ihr denn da? Oh. Wie bin ich plötzlich wieder hier gelandet? Die Kontakt unterbrochen und weg. Nein. Oh, jetzt reicht's mir aber. Was ist das? Benutzt das Scheißding. Ich glaube, ich habe gerade eine Wache damit erschlagen. Sehr gut, das ist ein Erfolg.
Das ist übrigens tatsächlich ein Erfolg, ne? Eine Wache mit so einem Gewicht töten. Es gibt später noch eine Mission, also sehr viel später, die jetzt kommt sehr spät. Da ist das ein, gibt es eine Stelle, wo man das, glaube ich, sogar machen muss, im Grunde. Und es gibt halt einen Erfolg dafür, wenn man mit so einem Gewicht eine Wache tötet. So. Meine Fresse. Und ja, 100%. Sehr gut. Ich bin gesucht. Jetzt möchte ich eigentlich gerne mal ein bisschen meinen Status hier runter senken. Wie macht man das am geschicktesten? Kann ich den schon kaufen? Kann ich, dann mache ich das nochmal. Ich habe gesagt, ich möchte Rom so ein bisschen... Oh, ich sehe gerade was. Beeil dich ein bisschen. Spiel, beeil dich. Ich muss diesen Typen töten, der gleich um die Ecke kommt. Dankeschön. Das war natürlich wieder nicht der beste Zeitpunkt, um den umzubringen, aber hey. Also nicht der beste Zeitpunkt, weil da halt gerade Wachen hinter mir standen, ne? Das ist bekannt. Das Problem. Manchmal verstehe ich nicht, wie die mich verfolgen können, weil so wie ich renne, dürften die mich eigentlich gar nicht mehr wiederfinden. Ich glaube, wir sind bei der... Ja, das ist doch die Rosa in Fiore. Ah, oh, der ist schon hier. Du. Das ist ein... ich habe sie unter dem Namen Durstige Harlekins kennengelernt. Schon. Nein, ich möchte doch nur ihn verprügeln. Das ist jetzt echt dämlich mit den Wachen. Gib mir mein Schwert. Tod. Der ist natürlich nicht. Mit dem Schwert kann ich das irgendwie nicht. Mit dem Kontern, da habe ich echt Probleme mit. Nein? Nein? Immer noch falsch? Nein, jetzt sehe ich nichts mehr. Stehe. Du auch. Und du auch. Und ich habe keine Munition mehr. Dein Tod wird nicht schnell sein oder schmerzlos. Ich habe gerade so ein Problem, weil dieser... Du kannst dich vor allen Wachen davonlaufen. Dieser Typ hier, dieser... Arlekin ist abgehauen. Das ist gerade echt schlecht für mich. Boah, jetzt bring ihn doch mal um! Ja, ich lasse dich sterben. Oh nee, der ist abgehauen. Es ist, glaube ich, auch. Also es gibt auf jeden Fall einen Erfolg, wenn man. Es gibt 5 Stück davon, wenn man die alle verprügelt. Aber irgendwie. Habe ich noch nie das Glück, alle 5 zu finden. So, danke. Sie werden nicht mehr gesucht. Ja, das ist gut, aber jetzt werde ich verfolgt. Wieder mal. Hat überhaupt nicht viel Zeit gekostet, jetzt hier mal irgendwie voranzukommen oder so. Dann würde ich noch den Typen verprügeln. Und dann kam natürlich eine ganze Wachhorde an. Ätzend hier. Ich weiß sogar nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Mal davon abgesehen, ja? Wisst ihr was, Leute? Ich mache einen Abflug. So, Mission da hinten. Meine Fresse. Wisst ihr, was ich jetzt gerne hätte? Ich hätte jetzt gerne so einen Tunnel, dass ich direkt zu Isola Tiberina komme. Ja, zumindest bin ich die Wachen durch. Weg da, lasst mich Arzt, ich bin durch. Ich glaube, den Ort kennen wir beide nicht mal im Borgia-Turm. Kommt mir gar so bekannt vor. Oh, ja, da ist einer. Oder war. Wir haben ihn ja abgefackelt. Ah. Platsch. Es gibt sogar irgendwo, obgleich ich gerade nicht weiß wo, einen geheimen Eingang zur Tiberinsel. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wo er ist, aber dann kommt man auch direkt da rein. Und ich baue jetzt mal aus. So, einfach so, ne? Schneider?
Ach stimmt, wir sind jetzt ja hinten, hinter dem Versteck. Da war ich ja noch gar nicht. Ich bin überlegt, wieso habe ich dich noch nicht ausgebaut? Du müsstest übrigens die restlichen Farben haben. Beutel. Kann ich schon was kaufen? Ja, könnte ich. Kleiderfärben, genau. Assassin weiß das übliche. Römstein. Die zweite Schwarzversion, aber ich finde, die sieht nicht so schön aus wie das mit dem Rot. Deswegen mache ich das nicht. Umhangfärben, der könnte natürlich... Oh ne, das passt überhaupt nicht. Ja, warte mal eben. Ne, lass mal lieber. Ja, gut. Ohne Witz, ich finde dieses Schwarz-Rot echt eine schöne Kombination. Den kaufe ich auch noch. Das hat aber einen Grund, warum ich den jetzt gemacht habe. Und zwar... Kommt und holt euch die feinste Kunst. Frisch von der Staffelei. Die modernsten Gemälde, Skulpturen... Ich muss mal kurz was wissen. Wenn ich die Gemälde kaufe, ist sowieso scheißegal, weil die bringen ja gar nichts. Aber Schatzkarten... Schade, die kriege ich hier nicht. Geschäftsaufträge, ja, wenn ich den mache, kriege ich halt die Karte. Nee. Ich hatte, wollte wissen, ob er eine bestimmte Karte hat. Die hätte ich mir nämlich schon mal geholt, auch wenn ich sie eigentlich sowieso nicht... Na doch, ich brauche sie schon. Ich habe ja gesagt, ich will es machen. Aber egal, dann erst später. So, jetzt endlich mal hier weiter Story und so. Eine Jüte. Ezio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämpft nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Ja, dann kommt jetzt das, was ich will. Endlich. Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Mann des Volkes. Ah, zwei Bürger. Rekrutieren. Und so, ne? Ja, wir können, glaube ich, maximal 10 Rekruten haben. Für jeden Borgia-Turm, den wir jetzt zerstören, kriegen wir ein oder zwei neue. Das ist der Grund, warum ich die Borgia-Türme, aber ich überlegt hatte, ob ich die schon holen will. Ich habe mich ja jetzt dafür entschieden, sie doch schon zu machen. Ist aber nicht völlig egal, weil ich muss die Rekruten ja nicht einsammeln, ne? So einfach ist das. Okay. Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen, dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen, dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. Yay, wir haben einen Assassinen. Ich würde gleich noch einen holen, da hinten. Ey, das ist nicht fair. Kleine Piss-Nel-Ke. Oh, so habe ich eine Frau dabei. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war knapp, Grazie. Bringt ihr mir bei, so zu kämpfen wie ihr? Ja, mache ich gerne. Ja, hier 100% ist einfach, finde ich. Jetzt kommen auch schon zwei Missionen. Ich glaube zumindest, dass es nur zwei waren.
in denen wir unsere Rekruten einsetzen sollen. Wir sehen ja jetzt da oben unter unserer Lebensanzeige ist so ein roter Balken. Das können bis zu 3 rote Balken werden. Natürlich werden es, solange ich Hauptstory mache, nur einer bleiben, weil ich halt sonst mehr Rekruten brauche. Und ich will ja jetzt halt nur die beiden machen. Man sieht auf der Karte schon, ich könnte sogar noch mehr rekrutieren. Kein Wunder, ich habe ja schon ein paar Worte schon mal zerstört. Aber es wird erstmal bei dem einen bleiben. Gut. Ich muss sagen, ich weiß halt nicht so genau, was sind die Missionen überhaupt? Tja. Ich weiß nicht, zu der Mission, die ist irgendwo da ganz hinten. Ich laufe vielleicht schon so hin, vielleicht auch nicht. Mal kurz gucken. Ach nee, das laufen wir nächstes Mal zusammen. Bis dahin. Ciao.